Wisst ihr, ich gestehe euch mal was. Wenn zu mir jemand kommt und sagt, das war aber eine gute Predigt, dann bin ich total frustriert. dann bin ich richtig frustriert. Also nicht entmutigt, aber denke ich, eine gute Predigt. Was ist denn eine gute Predigt? Eine gute Predigt ist, wenn hinterher das getan wird, was man gepredigt hat. Das ist eine gute Predigt, oder? Ist genauso wie ein Gespräch, ne? Du hast mit jemandem ein Gespräch, ne? Wie war denn das Gespräch? Ja, kann ich dir nicht sagen. Die Ergebnisse zeigen, ob es ein gutes Gespräch war. Das ist eine gute Konferenz. Ja, die Konferenz kann ich erst sagen, 6 Wochen später, ob das umgesetzt wird, was da gepredigt wird oder gesagt wird, oder? Unser Glaube ist ein Glaube von Action. Ne? Im Hebräer 11, Vers 6 heißt es, ohne Glaube kann niemand Gott gefallen. Und wir haben oft so einen theoretischen Glauben. Wir haben oft so einen abstrakten Glauben. Wir haben oft so einen philosophischen Glauben oder ideologisch oder auch theologischen Glauben, der hat mit der Wirklichkeit oft gar nichts zu tun. Und für mich gibt es einen riesigen Unterschied, vor allen Dingen in der westlichen Kirche. Ich betone das ja auch immer. Es gibt Christen in unserer Kultur. Ja, Christen. Und manche tauchen dann sonntags auf. Und manche tauchen nur ein paar Mal im Jahr auf. Ostern und Weihnachten, die U-Boot-Christen. Und dann gibt es Gläubige, ja, Gläubige, gibt es auch jede Menge. Ich war mal mit meiner Frau in einem Café und innerhalb kürzester Zeit kamen wir mit der Bedienung da ins Gespräch und ich weiß gar nicht mehr wie, auf alle Fälle sagte sie so, von tiefstem Herzen sagte sie, ich glaube an gar nichts. Und dann habe ich ihr sofort widersprochen. Da habe ich ihr gesagt, das stimmt ja überhaupt nicht, das ist ja eine glatte Lüge, die sie mir hier servieren. Sie sind sehr gläubig. Und da ist die fast vom Hocker gefallen und sagte, was meinen Sie? Ja, ich habe sie gesehen, wie sie sich vorhin dort neben der Kasse, oh, ich muss mal eben hier ausmachen. Ich hoffe es nicht der Herr. Neulich hatten wir in der Mongolei einen Impuls, Leute anzurufen, die krank sind. Dann haben 30 Leute über Handy kranke Leute angerufen. Und wir haben eine Reihe von Heilungszeugnissen gehabt danach. In Lüdenscheid haben wir mal mit 800 Leuten über Handys angerufen. Der weiteste Anruf ging nach Südkorea. Da ist eine Frau aus dem Rollstuhl aufgestanden. Ich hoffe, das war jetzt nicht sowas. ja, wo war ich stehen geblieben? Ja, diese Frau, und ich sage ihr, Sie sind sehr gläubig. Und dann sagt sie, wie wollen Sie das wissen? Und ich habe ihr gesagt, Sie haben sich vorhin auf den Stuhl da vorne gesetzt und Sie haben nicht geprüft, ob der Sie hält. Und Sie sind heute Morgen mit einem Auto hier zur Arbeit gekommen und Sie haben vorher nicht den Motorhaube aufgemacht und haben nachgeschaut, ob das alles in Ordnung ist. Und Sie fahren in Urlaub und Sie setzen sich im Flieger und wir prüfen nicht, ob der Flieger in Ordnung ist und der Pilot nicht betrunken. Dann können Sie mir doch nicht erzählen, Sie sind nicht gläubig. Die Bibel ist auch etwas für Zweifler übrigens. Ne? Die Zweifler werden überwunden durch das Wort Gottes und dann werden sie gläubig. So, wir haben die Christen und wir haben die Gläubigen, aber um diese beiden Kategorien geht es eigentlich nicht, wenn wir uns mit Jesus beschäftigen, denn er hat gesagt, kommt, lasst alles liegen und stehen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Da geht es um Jüngerschaft. Und die Frage ist, sind wir Jünger Jesu? Und dann wird es interessant, dann wird es wirklich spannend. Denn im Johannesevangelium Kapitel 14 sagt er, ihr werdet dieselben Dinge tun, die ich auch tue und noch größere, denn ich gehe zum Vater. So, das ist die Messlatte. Da bist du ein Jünger Jesu, bist du in dem Prozess, dieselben Dinge auch zu tun, die Jesus getan hat, größere Dinge, was auch immer das bedeutet. Und dann hat er gesagt im Kapitel 28, Matthäus Evangelium, geht hin in alle Welt. Er hat nicht gesagt, bleibt zu Hause. Mein Lieblingswort in der Bibel ist übrigens go. Ja. Geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium, alle Nationen, jeder Kreatur, lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe, macht sie zu Jüngern und taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist nicht nur ein Auftrag für Spezialmissionare,
Denn wenn du in das Reich Gottes eintrittst, wenn du dein Leben Jesus gibst, wenn er in dein Leben kommt, wenn du von neuem geboren bist, dann bist du ein Missionar. Ja, die Frage ist nur, bist du ein guter Missionar oder bist du nicht so gut? Ja? Passiert da was durch dein Leben oder wer missioniert wen? Ja? Manche Christen werden auch von der Welt missioniert, ja, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache, sondern wir sollen Licht und Salz für diese Welt sein. Jesus hat gesagt, du bist das Licht der Welt. Du bist das Salz dieser Erde. Und um diese Sachen geht es eigentlich, wenn wir Jesus nachfolgen. Bist du ein Jünger Jesu? Und bist du ein radikaler Nachfolger dessen und Umsetzer dessen, was er gesagt hat? Was er euch sagt, das tut. Ne? Was er euch sagt und nicht, was unsere Tradition uns sagt und nicht, was unsere Pastoren uns sagen manchmal oder was unsere Denomination sagt oder unsere Tradition oder unsere Theologie oder was auch immer. Da ist so vieles nicht Wort Gottes gemäß. Das ist entstanden, das ist so nebenbei entstanden im Laufe von Generationen und Generationen und Generationen und das war auch nicht oft gut. Ne, wenn man mit Menschen auf der Straße spricht, wir sind oft auf der Straße und du predigst über Jesus, dann fangen die immer an mit Kirche. Lass mich in Ruhe mit der Kirche. Und dann denke ich, habe ich denen gerade Französisch gesprochen oder Chinesisch oder sowas? Ich habe kein Wort von Kirche gesagt, ich verkündige das Evangelium von Jesus Christus. Und dann wiederhole ich mich, dann fangen die mit dem Papst an. Ja, wirklich, mit solchen Sachen fangen die an. Und Millionen von Menschen sind eigentlich enttäuscht von Kirche. Und in Deutschland ist das so, das kannst du in jeder Talkshow sehen, wo das mal thematisiert wird, es geht weniger um Jesus, es geht immer um ein System, ja, um Machtsysteme. Und Kirche ist oft ein Machtsystem, also nicht nur die großen Kirchen, manchmal die kleinen Kirchen, das können ganz schöne Machtsysteme sein und Kontrollsysteme. Und darum geht es nicht, es geht um eine ganz persönliche Beziehung zu Jesus. Und das hat mich so fasziniert, als er in mein Leben kam. Ich habe übrigens ein riesiges Wunder erlebt. In der Nacht, als ich mich bekehren durfte, ja, da hat sich meine Frau auch bekehrt. Ganz unabhängig von mir. Und wir haben gemeinsam ein neues Leben anfangen dürfen. Wir waren nicht verheiratet, wir waren wilde Hippies, wir waren wilde Freaks. Aber danach, als wir diese Begegnung mit Gott hatten, ja, Jesus nachfolgen, das heißt Begegnung mit Gott, eine reale Begegnung mit Gott. Das ist Erfahrung. Das ist nicht hier alles im Kopf. Das ist eine Erfahrung. Offenbarung nennt man das auch von der Bibel her. Von dem Moment an wollten wir ihn kennenlernen. Weil wir kannten ihn gar nicht. Ich kannte von früher ein bisschen Kirche, evangelikales Christentum, lutherisches Christentum, aber ich kannte doch Jesus überhaupt nicht. Und dann haben wir uns das Wort Gottes besorgt und dann gingen uns die Augen auf. Wirklich, wenn du von neuem geboren wirst, dann erkennst du auf einmal Sachen in der Bibel, die hast du vorher nie gelesen, obwohl du sie gelesen hast. Und wenn du dann mit dem Heiligen Geist gehst, dann kriegst du immer wieder neue Offenbarungen, auch durch das Wort Gottes. Mein Lieblingsbuch ist das. Ja, absolut. Ich habe ein paar Bücher geschrieben, ist gut und schön, aber das ist mein Lieblingsbuch. Da tauche ich immer wieder ein und immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und da begann ein großes Abenteuer. Ja, wir hatten absolut keine Ahnung. Und eigentlich bin ich froh, dass ich für 2 Jahre keine anderen Christen kennengelernt habe. Bis auf einen Mal, der war sehr komisch. Der wollte uns Singen beibringen, habe ich gestern erzählt. Das war lustig. Weil wir haben nicht gesungen, wir haben nur evangelisiert, wir haben nur gebetet, die Bibel gelesen und wir haben uns um Arme und Bedürftige gekümmert. Wir hatten keine Zeit zum Singen. Wir kannten das nicht. Ja, und wir haben das, was wir erlebt haben in dieser ganzen Zeit, auch gar nicht mit der etablierten Kirche in Verbindung gebracht. Und ich bin wirklich froh, dass Gott dann so nach 2 Jahren zu uns gesagt hat, es gibt noch andere Schafe in meinem Stall. Also ihr seid nicht die Einzigen. Ne? Wir haben das wirklich geglaubt, wir sind die Einzigen. Wir haben gelesen, in den letzten Tagen will ich meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Und wir dachten, wir leben in den letzten Tagen und jetzt gießt Gott seinen Geist auf uns. Natürlich bevorzugt die Hippies. Ne? Und ja, man geht ja manchmal ganz eigenartig dran an diese Dinge, aber wenn du mit Gott lebst, der führt dich. Der führt dich in alle Wahrheit. Und ich hätte im Leben nicht geheiratet zum Beispiel. Jetzt bin ich, wie alt bin ich, wie lange bin ich verheiratet? Auf, weiß nicht, 45 Jahre mit derselben Frau. Ja. Und zusammen sind wir 49 Jahre. Ja, also das ist schon eine Nummer, ne? Und mit derselben Frau. Und als wir Jesus kennenlernten, war ich nicht verheiratet.
Ja, und wahrscheinlich, wenn ich in eine Gemeinde gegangen wäre, hätten die mir das sofort verboten, mit meiner Frau zusammen zu leben. Aber wir hatten keine Gemeinde und niemand hat uns gesagt, was wir tun dürfen und was wir nicht tun dürfen. Richtig cool. Ja. Und so kam der Heilige Geist. Der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit führen. Ne, wenn du eine wirkliche schöne Beziehung zu Jesus hast, dann wirst du auch eine schöne Beziehung zum Heiligen Geist haben und er wird dich in alle Wahrheit führen. Das ist so wunderbar. Und dann Stück für Stück hat er uns hier korrigiert und da korrigiert. Und meine erste Begegnung in einer anderen Gemeinde, die muss ich euch erzählen. Das war einmal eine, ich will den Namen nicht sagen, die war sehr frustig. Und dann sah ich ein Schild, an der Straße, da stand drauf, Gott kennen ist Leben. Das ist ein cooler Spruch, dachte ich. Und das war eine Einladung zu einer Zeltevangelisation. So, ich dann dahin gegangen, da mit, was nicht, 30, 40 Freaks, ne? Und das war eine Zeltevangelisation von einer Brüdergemeinde. Ja, und wir sind da angekommen und die haben den Schock des Lebens gekriegt. Die hatten jedes Jahr Zeltevangelisation, aber es kam keiner. Und die ihr Leben Jesus gegeben haben, das war dann mal der Enkel vom Pastor oder der Sohn vom Pastor oder vom Ältesten. Aber es kam keiner, keine Fremden kamen in diese Zeltevangelisation. So, jetzt kamen wir da auf einmal an. Ja, da haben die einen Schock des Lebens gekriegt. Da fingen alle an zu beten, haben sie unter das Blut gestellt. Und er war ein Evangelist. Und die Liebe Gottes, die kam aus allen Poren kam die raus. Und der erkannte die Gunst der Stunde. Und der hat gepredigt, was das Zeug hielt. Und an dem Abend hat er komplett überzogen. Komplett überzogen. Er hat 45 Minuten gepredigt. Und das war eine Zumutung für diese ganze Bewegung da. Und da hat er Gummi nachher für gekriegt. Ja? Und ich dachte, warum hört er nach 45 Minuten auf? Warum ist er denn schon fertig? Ja, der hat mein Herz so erreicht, ich habe gar nicht mehr auf meinem Stuhl gesessen, der hat über die Wiederkunft Jesu gepredigt. Und ich dachte, gleich sehen wir die Füße von Jesu durch das Zelt kommen. Ja, wenn du erweckt bist, hast du so eine Erwartung. Und dann kamen wir raus aus dem Zelt und dann wurde vorher noch gesagt, am nächsten Abend, dann ist auch immer eine Gebetsversammlung vorher in so einem Wagen. Und dann dachte ich, boah, da gehe ich hin, ne? Und da haben die im Traum nicht mit gerechnet, dass ich da hingehe mit ein paar Leuten in so eine Gebetsversammlung für die Zeltevangelisation. Wir kamen dann nächsten Abend in den Wagen, habe ich noch mehr Leute mitgenommen, ne? Hexen, Heroinabhängige, Leute, die gequalmt haben, gekifft haben. Ich habe selber auch noch geraucht, dachte, das ist keine Sünde, das ist Naturprodukt. Und ja, Haschisch habe ich auch am Anfang weitergenommen, habe einfach dafür vorher gedankt, weil dachte, das ist ein Naturprodukt. Und haben wir unseren Zehnten von gegeben und so, ja. Aber Gott führt uns, ja, er führt uns. Er lässt es dem Aufrichtigen gelingen. So, jetzt waren wir da in diesem Gebetswagen, ja. Und die waren ganz geschockt, dass da so Wilde in den Gebetswagen kamen. Und dann fingen die an zu beten, die Brüder. Und ich dachte, oh meine Zeit, so kannst du nie beten. Boah, das ist ja so heilig, boah. Also da stimmte grammatikal alles, du wusstest genau, wo das Komma war, Ausrufezeichen, rhetorisch richtig und es legte sich so etwas, wir haben gebetet wie die Weltmeister, aber in dem Moment dachte ich, nee, so kannst du nie beten. Und dann habe ich gedacht, nee, davon lasse ich mich nicht gefangen nehmen, jetzt bete ich, wie ich bete. Und dann habe ich angefangen zu beten und als wir fertig waren, kamen die Brüder zu mir, boah, das war ja so natürlich. Du hast die Gabe der Natürlichkeit. Dachte ich, was ist denn das für eine Gabe? Wusste ich auch nicht, dass die gibt. Ne? Naja, dann wir wieder rein in das Zelt. Boah. Ja, was wir alles erlebt. Ne? Dann wir wieder rein in das Zelt. Wir haben das wirklich, überall auf der Bühne saßen unsere Leute. Boah, ich sehe da so eine Hexe, ne, mit so schwarzen Haaren. Und die war so okkult drauf. Ne? Die saß da direkt neben dem Prediger. Und der hat wieder voll ausgeholt. Ne? Boah, der war so von der Liebe Gottes erfasst für uns. Und machten keine Aufrufe, das kannten die nicht. Ne? Dann wurden wir gesegnet und dann sind wir rausgegangen. Da standen dann die Brüder und haben uns wieder in Empfang genommen. Und wir haben uns erstmal eine Zigarette angezündet. Ne? Oh, muss man erstmal eine durchziehen nach so einer Predigt, war doch logisch. Wa? Und dann kamen die Brüder, ja, ihr wollt Christen sein? Ein Christ raucht nicht. Ein Christ raucht nicht. Okay, warum nicht? Ja, wenn Gott wollte, dass wir rauchen,
dann wird er uns die Nase verkehrt rum anbauen, dass wir einen Schornstein haben. Da habe ich gedacht, das macht Sinn. Das macht total Sinn, ne? So, jetzt waren die da mit uns am Fachsimpeln und so. Und dann kommt der Prediger da raus und sagt, was macht ihr? Was macht ihr mit denen? Ja, die sagen, sie sind Christen und sie sind wiedergeboren. Und dann rauchen die noch und das geht doch überhaupt nicht. Und dann nahm dieser Evangelist, der nahm mich in den Arm. Hat mich in den Arm genommen. Dann hat er mich gefragt, liebst du Jesus? Da habe ich ihm geantwortet, von ganzem Herzen. Und dann sagt er, das reicht. Dann schaut er meine Frau an, so ein langes Hippie-Kleid, solche Haare, Augenwimpern, da konntest du drauf schaukeln. Ich habe eine schöne Frau, immer noch. Und dann schaut er sie an und liebst du, Irene, liebst du Jesus? Und sie, ja. Und dann sagt er, das reicht. Lass doch die Leute in Ruhe. Das reicht vollkommen. Und dann hat er Folgendes gesagt, ich komme zu euch jedes Jahr und predige euch das Evangelium. Und das ist, als wenn das Wort vor mir auf die Erde fallen würde. Das erreicht euch gar nicht. Und dann kommen diese jungen Leute und ich sehe, die haben so einen Hunger. Die haben so einen Durst. Die beschweren sich nicht, wenn ich 45 Minuten predige, die beschweren sich, dass ich aufhöre. Und beladet sie nicht mit solchen Lasten. Wenn sie sagen, Jesus ist ihre Liebe, dann reicht das. Dann wird er mit ihnen fertig werden. Und das habe ich in meinem Leben erlebt. Und deswegen bin ich froh, dass ich so 2 Jahre haben konnte auf der Szene, wo wir Erweckung erlebt, wo uns niemand gesagt hat, das musst du tun und das musst du lassen und dies musst du tun und dies musst du tun. Wir leben vielleicht heute ein bisschen in einem anderen Extrem, wo man überhaupt keine Ausrichtung mehr kriegt. Ja, und damals kam man eher aus so einer Ecke, wo zu viel Gesetz war. Und in meiner Kindheit habe ich nur Gesetz kennengelernt und das darfst du nicht und das darfst du nicht und das musst du tun und das darfst du nicht lassen. So heute, wir sind ein bisschen ins andere, ins Liberale ausgependelt und wir brauchen da die gesunde Mitte vom Evangelium. Was mich konkret verändert hat, war der Heilige Geist. Ja, wenn ich heute so überlege, was war die wichtigere Erfahrung, dass du von neuem geboren wurdest oder die Geistestaufe, dann weiß ich nicht, was ich antworten soll. Weil da kam noch mal eine ganz andere Nummer in mein Leben rein und hat mich in ganz andere Dimensionen rein katapultiert. Und das ist so umkämpft in unseren Kulturkreisen. Es ist auch immer noch umkämpft in Deutschland. Wenn ich so, sagen wir mal, so gewisse charismatische Bewegungen anschaue oder Pfingstbewegungen, die haben sich fast so angeglichen an die, die es nicht haben. Und die anderen haben sich auch ein bisschen angeglichen. Und das ist alles so ein Brei heutzutage. Aber ich sage dir, wenn du mit dem Heiligen Geist gehst, dann kommst du zwar in eine andere Dimension, in eine andere Kraftdimension hinein, aber es gibt auch enormen Gegenwind. Es gibt enormen Gegenwind. Wenn ihr für Erweckung betet, betet ihr für Probleme. Wenn ihr für Erweckung betet, dann betet ihr für Arbeit. Ja, dann betet ihr für Herausforderung. Ich persönlich habe gerade dieses Wort sehr stark zur Kenntnis genommen, was du gebraucht hast. Manche waren überfordert. Es gibt keine Überforderung, wenn du mit Jesus lebst. Es gibt nur Herausforderungen. Und du brauchst den Heiligen Geist, um die Herausforderungen zu handeln. Ja. Es erscheint manchmal, als wenn es eine Überforderung ist, aber es ist eigentlich eine Herausforderung. Es gibt auch keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen. Deswegen so manche Begriffe habe ich auch einfach gestrichen aus meinem Leben, das Wort Problem und auch das Wort Aufgeben. Das wirst du nicht aus meinem Mund hören, es sei denn jetzt, wo ich gerade darüber predige. Gott führt uns durch seinen Heiligen Geist und dann fordert er uns heraus. Heute Morgen habe ich euch ein bisschen davon gesprochen, wer mich herausgefordert hat, aus dem Job auszusteigen und zu vertrauen, was sein Wort sagt. Dass ich mich um gar nichts sorgen muss. Und gerade in Deutschland höre ich diesen Satz so oft, ich mache mir solche Sorgen. Ja, warum soll ich mir Sorgen machen? Ja, das ist mir viel zu anstrengend. Ja. Ich versuche lieber Glauben zu bauen in meinem Leben, Glauben zu schaffen, Glauben zu machen. Aber Sorgen, wir brauchen keine Sorgen, wir brauchen uns nicht zu fürchten. 366 Mal steht es in der Bibel, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, 366 Mal. Gott hat an das Schaltjahr gedacht.
Ja, das ist cool, das ist clever. Ja. Und so viele Christen fürchten sich, auch so Menschenfurcht ist so eine weit verbreitete Furcht in der Gemeinde Jesu. Und ich sage dir, Menschenfurcht ist der größte Götze im Volk Gottes. Vieles kann nicht getan werden aus Menschenfurcht. Und Menschen, die keine Furcht haben, die sind tot. Ja, wir werden immer wieder auch mit Furcht konfrontiert. Und die Frage ist, wie gehen wir mit der Furcht um? Lassen wir uns von der Furcht binden oder überwinden wir diese Furcht und machen Schritte nach vorne? Wir sind berufen von Gott, weit zu überwinden. Nicht nur so ein bisschen, sondern wir überwinden weit. Und dieselbe Kraft, mit der der Vater Jesus von den Toten auferweckt hat, dieselbe Kraft, die lebt in uns. Und deswegen war der Heilige Geist so wichtig für mich. Also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also wenn das nicht passiert wäre, wäre ich vielleicht heute kein Christ mehr. Denn ich finde das extrem anstrengend, aus eigener Kraft Jesus nachzufolgen. Ich finde es extrem anstrengend. Also die ganzen Dinge, die uns auch nicht so gefallen, die er gesagt hat. Ja, wenn dir jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch voller Vergnügen die linke hin. Wenn jemand von dir den Mantel will, dann gib ihm auch nur die Kapuze oben drauf oder was auch immer. Oder wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt täglich, der kann nicht mein Jünger sein. Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, kann nicht mein Jünger sein. Habt ihr schon mal gelesen? Das sind so Bibelstellen, die unterstreichen wir uns nicht. Wir unterstreichen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, rot unterstrichen, ne? Und Gott ist Liebe, 1. Johannes 5, rot unterstrichen. Solche Bibelstellen unterstreichen wir uns. Aber diese unbequemen Dinge. Ja, wenn liebe deine Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Segnet die, die euch verfolgen und beleidigen und so weiter und so weiter. Wenn du mal überlegst, bis auf Johannes sind alle 11 Apostel grausam umgebracht worden um ihres Glaubens willen. Grausam. Und wir erleben so gerade in der westlichen Welt so ein Wellness-Christentum, so ein Instant-Christentum. Ja, und wir denken, wenn Gott uns etwas sagt, das muss sofort passieren, das muss sofort umgesetzt werden. Weißt du, dass es in der Bibel Prophezeiungen gegeben hat, die 370 Jahre nicht in Erfüllung gegangen sind und dann erst nach 370 Jahren? Und wenn du die ganzen Prophezeiungen vom Messias nimmst, die durch das ganze Alte Testament gegangen sind, die sind tausende von Jahren nicht in Erfüllung gegangen. Und wir leben heute in so einer Instant-Zeit in der westlichen Welt, so ein Wellness-Christentum, so ein Wohlfühl-Christentum. Und wir sind die Mitte und nicht mehr Jesus und nicht mehr das Reich Gottes. Weltweit gibt es eine Christenverfolgung wie nie zuvor in der Geschichte der Christen. Ich gehe ab und zu nach Pakistan. Und in Pakistan kann ich nicht alleine auf die Straße gehen. Die werden mich sofort kidnappen, weil sie denken, ich bin Amerikaner. Also lande ich da, werde in ein Auto gesetzt und werde versteckt. Ja, und dann haben wir da riesige Veranstaltungen. Ja, am ersten Abend haben sich dann 1000 Leute bekehrt und jede Menge Leute Heilungen. Da war jemand, der hatte total kaputte Hüfte hier, der war zerfressen, wirklich erbarmungswürdig. Der ist instant geheilt worden. Und dann kommen die Moslems, weil sie hungrig sind. Sie sind hungrig, sie merken, ihre Religion befriedigt sie letztendlich nicht, befriedigt nicht den Hunger nach Liebe, Geborgenheit und Vergebung und Frieden. Und dann kommen die und wir haben ein paar tausend Bekehrungen innerhalb von wenigen Tagen gehabt. Und dann wirst du beschützt, ja, dann wirst du beschützt von bewaffneten Männern. Und ich weiß noch, da war so ein Mann, der fiel mir besonders auf, der hatte so strahlende Augen und ich dachte, boah, das ist aber ein strahlender Security-Man hier. Und ich frage ihn so, bist du Security? Und so, nee, sagt er, ich bin Pastor. Ja, mit der MG in der Hand. Erzähl mal ein bisschen von dir. Ja, sagt er, ich habe eine Gemeinde. Und dann sind wir so bedrängt worden und die radikalen Moslems haben gesagt, wenn ihr die Kirche nicht schließt, wir werden euch umbringen und wir werden die Kirche anzünden. Das passiert öfters. Das wird hier totgeschwiegen in unserer Gesellschaft. Ja, und eines Tages kam er dann mit seiner Frau und seinen drei Kindern aus dem Gottesdienst und dann sind sie überfallen worden und haben sie mit Knüppeln fast totgeschlagen. Er lag 18 Monate im Krankenhaus, sein Rückgrat war mehrere Male gebrochen. Er musste in Therapie gehen.
Und dann, als er einigermaßen wieder dabei war, auch seine Familie, Gott hat sie geschützt, hat ihr Leben behalten, dann ging er zur Polizei. Und hat gesagt, was macht ihr, um mich zu schützen? Dann haben die gesagt, wir machen gar nichts. Wir machen gar nichts. Er sagte, was muss ich denn machen? Du musst dir eine Knarre kaufen. Und wir leben in unserer Kultur und wir kriegen nur das mit, was uns die Medien zuspielen. Aber was wirklich hinter den Kulissen läuft, das kriegen wir alles gar nicht mit. Das kriegst du erst mit, wenn du in diese Gebiete reingehst. Auch die ganze Armut, diese weltweite Armut, die da ist, ne? Und dass es Millionen von Menschen gibt, die nicht wissen, was sie morgen essen sollen. Millionen von Kindern verhungern. Und wir sitzen da in unserer frommen Kultur und feiern unsere Gottesdienste und realisieren gar nicht, dass wir eine Berufung haben, in diese Welt hineinzugehen. Ja, so ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja, lieber Tropfen auf den heißen Stein als gar nichts, oder? Lieber ein Tropfen auf dem heißen Stein als gar nichts. Weißt du, ich bin da über eine Straße gegangen in Manila und das war stockduster abends und in der Ferne war so ein Coca-Cola-Zeichen und ich hatte Durst und dann bin ich dahergegangen mit meiner Frau und dann stolper ich über irgendetwas. Und ich dachte, das sind so schlafende Hunde da auf der Straße. Und dann gewöhnt sich mein Auge an die Finsternis und dann sehe ich da wieder eine Familie nackt auf dem Pappendeckel schläft. Und sie erzählen, das ist ihr Schlafzimmer. Ich bin gerade in ihr Schlafzimmer gestolpert. Und dann lerne ich diese Frau kennen, diese arme, zerbrochene Frau, die mir ihre Story erzählt und sagt, ich habe gerade mein Kind verloren. Ich sage, erzähl mal. Und sie sagte, mein Kind ist krank geworden. Die kam auch aus diesem Armenviertel in Tondo. Ich sage, erzähl mal. Er sagt, mein Kind war so krank. Und dann bin ich ins Krankenhaus mit dem Kind gegangen und dann haben sie gesagt, sie müssen was bezahlen für den Aufenthalt ihres Kindes hier. Und sie sagt, ich habe gar nichts. Dann ist sie zum nächsten Krankenhaus gegangen. Selbe Antwort. Dann ist sie zum dritten Krankenhaus gegangen. Da sagte der Arzt, du kannst dein Kind hier hinlegen auf dem Flur und wenn du mir $8 bringst, dann werden wir dein Kind behandeln. Dann hat sich diese Frau für $8 zweimal prostituiert. Und dann kam sie zurück und dann war das Kind tot. Da war eine andere Geschichte. Da haben sie einen Jungen gefunden, halbtot. Wirklich halbtot. Der lag 3 Tage im Koma, 12 Jahre. Und als er aufwachte, das Erste, was er sagte, ich habe den Teufel gesehen und das war ein Weißer. So was war passiert. Dieser Junge ist mehrmals vergewaltigt worden von einem Sextouristen. Und den Mann haben sie gefunden. Das war ein Arzt, der selber Familie und 3 Kinder hatte aus Österreich. Gott sei Dank haben sie den vor Gericht gestellt. Ihr Lieben, das ist diese Welt, in der wir leben. Und Gott hat uns gerufen, in diese Welt zu gehen und Licht und Salz zu sein und Hoffnung da hineinzubringen. Und ich sage dir, ohne den Heiligen Geist gehst du kaputt. Du wirst mit diesen Nöten konfrontiert. Das überrollt dich. Das macht dich fertig. Da denkst du, nach mir die Sinnflut. Ich will mein Leben leben, aber damit will ich nichts zu tun haben. Aber genau deswegen ist Jesus gekommen. Amen. Genau deswegen ist er gekommen. Genau deswegen hat er die Herrlichkeit im Himmel verlassen. Ist Mensch geworden. Mensch wie du und ich. Und als er 30 wurde, ist er mit dem Heiligen Geist getauft worden. Und dann ging es los. Und er ist besonders zu diesen Menschen hingegangen. Die Menschen kamen in Scharen. In Scharen kamen sie und brachten die Kranken, brachten die Tauben, die Aussätzigen, die Lahmen, die Dämonenzüchtigen und wie sie alle genannt wurden. Und sie wurden alle geheilt. Da ist nicht einer weggegangen, der krank geblieben ist. Sie wurden alle geheilt. Jesus hat auf die unterschiedlichste Art und Weise geheilt und gehandelt, aber seine Motivation, seine tiefe Motivation war Erbarmen. Aber Liebe Gottes, für mich sind Zeichen und Wunder und die Kraft Gottes ist nichts, wo man mit angeben sollte oder darf auch. Sondern jedes Wunder, und wenn es noch so klein ist, ist ja ein Beweis der Liebe Gottes. Manche sagen, du bist wundersüchtig. Ja, bin ich auch. Ich bin süchtig nach der Liebe Gottes. Und ich möchte diese Liebe Gottes in alle Welt hineinbringen. Das ist das, was Jesus getan hat. Und er sah die Menschen und er erbarmte sich über sie. Das Herz drehte sich in seinem Leibe um, heißt es einmal, als er die Menschen sah und er sagte, sie sind verschmachtet, sie sind wie Schafe ohne Hirten.
Und dann hat er uns diesen gewaltigen Auftrag gegeben. Diesen unglaublichen Auftrag. Und ich möchte ein bisschen erzählen, wie wir dann in die Mongolei gegangen sind, weil ich komme da gerade zurück. In 1992 war ich in Berlin und habe gerade den Marsch für Jesus zu Ende gebracht und wollte in Urlaub fahren mit meiner Frau. Und dann steht vor mir ein kleiner Junge. Warst du dabei? Ja, ja? Oh, wir waren 1992 in Berlin. Ja. Yes. Ja, super. Ja. Und ich wollte in Urlaub fahren, da steht dieser Junge vor mir und schaut zu mir hoch und sagte, Walter, Gott will uns in der Mongolei haben. Da habe ich ihn gefragt, weißt du etwas über die Mongolei? Nein. Ich sage, was sollen wir denn da machen? Ja, die Menschen sind arm. Die brauchen uns. Und die brauchen die gute Nachricht. Und dann war er weg. Ich wollte in Urlaub fahren. Ich bin dann nach Hause gegangen, habe darüber gebetet. Und dann so verschiedene Ereignisse sind innerhalb von Tagen passiert. Also wirklich von Tagen. Eine lange Geschichte kurz zu machen. Dann sind wir mit 30 Leuten losgefahren. Freitagabend, großen 40-Tonner, voll Hilfsgüter, Kleinbus, noch ein PKW, 30 Leute, wir haben Prophezeiungen gehabt, der Herr wird vor euch hergehen, er wird euren Zug beschließen, Sieg, 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 Sieg. Weil ich nicht ganz so viel Zeit hatte, habe ich gesagt, ich fliege in Sibirien ein und dann von da gehen wir dann zusammen in die Mongolei. Und am nächsten Morgen klingelt bei mir das Telefon und da ist jemand, da ist einer unserer Leiter dran und sagt, ich habe schlechte Nachrichten für dich. Schlechte Nachrichten mag ich nicht. Ja, ich weiß, manche mögen das, ich nicht. Ja, und er sagte, setz dich. Ich setze mich also auf die Treppe in unserem Haus. Und dann sagt er, die haben heute Nacht einen Unfall gehabt. Bei Warschau ist der Fahrer zu schnell gefahren und der 40-Tonner ist durch die Luft geflogen. Die ganzen Hilfsgüter in der ganzen Region zerstreut. Der Wagen ist total schaden. Einige haben zerbrochene Arme, zerbrochene Rippen. Walter, was sollen wir tun? Habe ich gesagt, die Verletzten alle zurück nach Lüdenscheid. Weiter. Dann sind wir weiter. Dann kriege ich den nächsten Anruf. Ja, an der Grenze zu Weißrussland. Wir haben unseren Leuten immer wieder gesagt, wenn ihr aus dem Auto steigt, dann guckt nicht in die Luft und seid nicht begeistert von den Sternen, sondern schaut vor euch hin. Denn da gibt es große Löcher. Ja, und eine Frau steigt aus und guckt in die Luft und fällt in so einen Schacht. Alle Rippen gebrochen rechts. Mussten wir die da lassen. Und dann weiter. Und ich wartete mittlerweile in Novosibirsk auf mein Team. Dann kam die eine Woche zu spät, kam die da an. Morgens um 5 Uhr in die Wohnung, die ich da hatte und völlig mit Lehm beschmiert. Da war die letzte Strecke nur Regen und Matsch und keine richtigen Straßen. Die sahen aus, als wenn sie direkt aus der Erde gekommen wären. So, dann habe ich da auf dem Schwarzmarkt habe ich Lebensmittel gekauft und alles Mögliche, weil es war ja alles weg, ne? Und Decken gekauft und alles und einen Bus gemietet, zwei russische Fahrer. Und dann sind wir zusammen dann Richtung Mongolei. An der Grenze, zu der russischen Grenze zur Mongolei, da machte der Schlagbaum zu, als wir ankamen. Und wir waren fast entmutigt. Es war wirklich Widerstand da. Und dann sage ich zu dem russischen Beamten, wir kommen nicht noch durch. Nee, sagt er, ihr könnt vielleicht durch, aber dann lassen sie euch da drüben nicht rein, die machen auch zu. Ich sage, wo sollen wir denn wohnen? Da war da so eine Holzhütte. Ja, wir in der Holzhütte wollten so Schlafsäcke ausrollen. Da kommt ein Mann, ist schwer krank und möchte geheilt werden. Der kam da einfach an. Also wir gebetet, der ist geheilt worden. Dann kam noch jemand, dann kam noch jemand, dann kam... Die ganze Hütte war innerhalb von einer Stunde brechend voll mit Leuten, die irgendwelche Probleme hatten. Und dann haben sie sich bekehrt, in Geist getauft worden, geheilt worden. Da wussten wir, warum der Schlagbaum zuging. Hinter all den Widrigkeiten, die manchmal in unser Leben kommen, steckt ein genialer Plan Gottes. Die Widrigkeiten sind nie das Ende, es ist der Anfang von etwas Gutem Neuen. Wir müssen nur dahinter schauen. Jetzt hatte ich ein Problem zu Hause. Ich habe gebetet, ich sage, Gott, wie kann ich denn die Mongolen erreichen? Ich kann kein Englisch, damals jedenfalls nicht. Und ich kann kein Russisch, ich kann kein Mongolisch. Und der Geist Gottes sagte dir, mach dir keine Sorgen, das kenne ich mittlerweile, du wirst deinen Übersetzer auf der Straße finden. So, endlich kommen wir in der Mongolei an. Eine Woche zu spät, unser Scout, der auf uns wartete, schlief da in so einem Zelt, der hat eine Woche gewartet, ohne Connection. Und dann hat er uns gesagt, mein Stamm wartet auf euch.
die möchten euch zu essen geben und die möchten euch willkommen heißen. Das war der Stamm der Tuwiner. Das sind so sehr indianisch aussehende Mongolen. Die Russen hätten sie fast ausgerottet, als sie die Mongolei übernommen haben. Und dann haben die Schamanen, haben dann die Offiziere und Feldwebel der Russen, haben die verflucht und ihre Familien verflucht, dann sind ihre Frauen gestorben, ihre Kinder gestorben, dann haben sie gemerkt, das ist übernatürlich und dann haben sie die Finger von denen gelassen und so haben 20.000 von denen überlebt. So, in diesen Stamm sollte es gehen. Wir sahen selber aus wie die Alibaba und die 40 Räuber mittlerweile, keine Hotels, nichts unterwegs. So, wer dann hoch auf den Berg, dann ging es irgendwann auf so einen Berg und dann blieben die alle stehen und ich dachte, was ist jetzt, schon wieder ein Auto kaputt oder sowas. Und dann sagte mein Team, wir haben ein riesiges Problem, als ich dann da oben ankam und ich gucke so runter, boah, da war so ein Tal, wunderschön. Ein breiter, klarer Fluss, keine Kabel in der Luft oder irgendetwas, riesige Pferdeherden und überall Zelte. Das sah aus wie zu Abrahams Zeiten. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Und dann sagte einer aus unserem Team, aber wir haben jetzt ein Problem. Der Mann hat gesagt, alle Erstbesucher müssen den Göttern dieses Volkes dienen. Ich sag, wie denn? Ja, da vorne ist so ein Altar auf dem Berg und dann sollen wir einen Stein dahinlegen oder irgendwas von unserem Besitz da drauflegen, dass wir die Götter dienen. Was sollen wir tun? Und der Mann wartete darauf, dass wir den Göttern dienen. Dann bin ich zu dem Mann hingegangen und ich hatte ja zwei Russen, die sprachen Russisch, da hatte ich meine Übersetzer. Und dann habe ich zu dem Mann gesagt, weißt du was, ich kenne den Chef aller Götter. Und ist es okay, wenn wir den anbeten? Und der, du kennst den Boss? Ich sage, ja, den kenne ich. Der hat, also der, dass der nicht so vor mir gestanden hat, war alles, ne? Und dann haben wir da angebetet, im Geist, in Zungen. Denn alles andere ist ja Anbeten im Verstand, ist auch okay. Aber wenn es nur passiert, ist auch nicht richtig. So, wir haben dann in Zungen dort angebetet und dann sind wir so rübergegangen in das Lied Jesus, heilig und gesalbt bist du. Und dann am Ende haben wir nur den Namen Jesus ausgerufen. Dann gucke ich den Mann an und er weint und weint und weint. Und wir brauchten die Götter nicht mehr zu ehren. Dann sind wir da runter und dann haben sie uns da wirklich herzlich empfangen und wir stellten fest, dass so ein Geist des Todes auf frisch geborenen Babys war. Und auch sein Baby war im Sterben. So, dann haben wir darüber gebetet, ist gerettet worden und wir haben dann später gehört, der Fluch ist gebrochen worden, als wir da ankamen. Das war aber nicht unsere Destiny. Unsere Destiny war die Hauptstadt von der Westmongolei, Bayan Olgi. So, der hat uns dann dahin geführt. Da gab's nichts. Da gab es nichts, noch nicht mal Brot. Als die Russen die Mongolei verlassen haben, Anfang der 90er Jahre, haben die das Land völlig ausgeplündert. Die haben alles mitgenommen, was nicht nickel- und nagelfest war, außer Wodka, den haben sie da gelassen. Das sind so krasse Alkoholiker, die Mongolen, das kannst du dir nicht vorstellen. Auch heute noch. So, jetzt waren wir da und denkst, was machst du jetzt? Hotel, das will ich euch besser nicht erzählen, wie das da aussah. Und dann gehen wir so betend durch die Straßen. Und dann bleibt vor mir eine Frau auf dem Motorrad stehen und spricht mich auf perfekt Deutsch an. Eine Mongolin. Kommen Sie aus Deutschland. Herzlich willkommen in Bayan Olgi. Und ich denke mir, wieso spricht diese Frau so gut Deutsch? Das ist meine Übersetzerin. Gott hat mir das gesagt. Du wirst eine Übersetzerin auf der Straße finden. Zur Zeit der DDR war ja die Mongolei unter russischer Besatzung, also unter russischer Herrschaft, haben sie diese Frau nach Leipzig verfrachtet, um dort zu studieren. Hat sie Deutsch gelernt. Das wurde mal eine Übersetzerin. Da habe ich gedacht, Gott, du bist richtig cool, du gebrauchst die Kommunisten, damit ich hier jetzt das Evangelium verkündigen kann. Ist es nicht cool? Wir denken manchmal so eng. Behind the scene, there is something going on. Huh? There's something going on. Und sie wurde meine Übersetzerin. Und dann habe ich ihr aus der Bibel erzählt und dies und das und jenes. Und dann sagt sie, Mann, gute Nachricht braucht diese Stadt. Ihr müsst zum Bürgermeister gehen. Ich sage, kennst du den Bürgermeister? Ja, ja, ja. Und dann haben wir uns am nächsten Tag beim Bürgermeister versammelt und dann war sie schon da.
Und dann habe ich zu ihr gesagt, hast du dem Bürgermeister gesagt, dass wir Hilfsgüter haben und so? Und da sagte sie, habe ich vergessen. Ich sage, was hast du dem Bürgermeister erzählt? Ja, alles, was du mir gestern aus einem Buch vorgelesen hast, das habe ich ihm schon gesagt. So, Gott will Geschichte mit uns schreiben. Dann sehe ich den Bürgermeister und der weiß mich nicht so richtig einzuordnen. Dann sage ich zu ihm, ich würde gerne über ihnen beten. Dann hat er mich gefragt, was das ist. Dann habe ich ihm das erklärt. Und dann sitzt er dahinter am Schreibtisch, das sehe ich heute noch, ne? Die Augen weit aufgerissen. Weit, wirklich weit. Der hat sich am Schreibtisch festgehalten, das Weiße von den Knöcheln sahst du, Schweißperlen auf seiner Stirn, und er hat mir das erlaubt. Also habe ich meine Hände auf ihn gelegt und habe über ihn prophezeit. Und dann liefen die Tränen in Strömen. Und dann fragte er mich, wer sind Sie? Ich sage, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir haben eine gute Nachricht für Ihre Stadt. Sagte, das ist das, was wir brauchen. Wir haben keine Hoffnung. Wir haben keine Hoffnung. Wir haben keine medizinische Versorgung. Wir haben nichts zu essen. Wir brauchen eine gute Nachricht. Dann hat er mich zum Radio geschickt. Dann konnte ich darüber einladen. Dann sagt er, die meisten Leute nachmittags sind auf dem Schwarzmarkt, 5000 Leute. Dann geht ihr dahin und verkündigt die gute Nachricht. Er hat gar nicht gefragt, wie die aussieht, ne? Dann hat er gesagt, und dann die Mongolen sind dann ein bisschen später betrunken, dann sind die gewalttätig, ich organisiere die Polizei, dass sie euch beschützt. So, wir dann zum Schwarzmarkt. Da haben sie einen Schuhriemen verkauft, einen alten Turnschuh, ein vergammeltes T-Shirt. Wirklich, bitterste Armut. Und wir mittendrin. Ich denke, was machen wir? Und dann fingen wir an anzubeten. Einfach in Sprachen gesungen. Dann kommt der Heilige Geist auf einen blinden Mann, der ohne Pupillen geboren wurde. Uralter Typ. Der Heilige Geist kommt auf dem und gibt ihm sein Augenlicht. Das erste Mal in seinem Leben. Ich habe ihn gesehen, wie er begleitet wurde von zwei Begleitern. Und dann habe ich ihm das Mikrofon gegeben. Ich sage, erzähl den Leuten, was passiert ist. Hat er das erzählt? Da kamen die alle. Und da habe ich ihn gefragt, weißt du auch, wer dich gesund gemacht hat? Er sagt, nein. Da habe ich ihm von Jesus erzählt. Er hat sofort sein Leben Jesus gegeben. So, weil er das dann da erzählt hat, hat sich das verbreitet. Ohne Internet. Versteht ihr? Ohne, ne? Oh, meine Zeit. Was wir alles probieren, ne? Mit Internet und Werbung und machen und tun und dies und das. Und es ist alles so mühsam. Merkt ihr? Es ist mühsam. Und da ist ein Mann vom Geist Gottes berührt und der erzählt einfach seine Geschichte. Und es verbreitet sich. Und am nächsten Nachmittag kommen ganze Dörfer. Ganze Dörfer, komplett kommen die an und fragen, ist es möglich, Dr. Jesus zu treffen? Wir haben gehört, Dr. Jesus ist in der Stadt. Naja, das kann ich doch verstehen. Ne? Wie ist denn Jesus aufgetaucht damals in Israel als Doktor? Dr. Jesus, können wir ihn treffen? Ich habe gesagt, ja, ihr könnt ihn treffen. Dann haben wir massive Heilungen erlebt. Massiv große Bekehrungen. Und wir wussten, das darf nicht bei einem Kurzeinsatz bleiben. Wir können die ja nicht alleine da lassen. Und dann sind zwei unserer Schüler, unsere Revival-Schüler, die waren gar nicht geplant für die Reise, die haben von Gott gekriegt, sie sollen da bleiben. Und haben dann unsere Arbeit angefangen. Bis zum Winter, und dann kamen andere und andere, und der Rest ist Geschichte. Wir sind seit 27 Jahren da. Seit 25 Jahren Help International Mongolia. Damals gab es keine Kirche. Jetzt gibt es in der Hauptstadt über 400. Über das ganze Land Kirchen verteilt. Über das ganze Land. Wenn alle Missionare rausgehen würden, jetzt alle nicht-mongolischen, die Kirche würde gut überleben. Sie fangen an, Missionare auszusenden. Und das Land ist immer noch geprägt von Zeichen und von Wundern. Die sind so offen für sowas. Gott möchte dich gebrauchen. Nicht nur für kurzfristige Einsätze, sondern er möchte dich rufen in den vollzeitlichen Dienst. Komm und folge mir nach. Lass alles liegen und stehen. Spring aus deiner Box.
Spring aus deinem Boot. Oder wie soll ich es nennen? Vieles kann nicht getan werden, weil wir keine vollzeitlichen Leute haben. Weil die meiste Zeit investierst du in eine Firma. Ich nenne sie die Firma Nutzlos und Co. Die meiste Kraft investierst du in diese Firma. Deine Gaben investierst du in diesen Job. Und dein Chef hat es gut raus, das Beste in den nächsten Jahren aus dir rauszuholen. Und du wirst nicht dementsprechend bezahlt, denn du bist mehr wert als das. Wir müssen unser Christentum überdenken. Wenn junge Leute zum Militär gehen, ne, und wenn sie dann unterm Stacheldraht herkriechen und was weiß ich nicht, irgendwo hochklettern müssen und werden trainiert, ja? Und dann kommen sie wieder und dann haben sie das Knie verknackst oder was auch immer. Dann sind sie fast unsere Helden. Oder jemand geht in den Sport rein und gibt alles voller Leidenschaft, haut voll rein. Und dann kommt er wieder irgendwann, ne, aus irgendeinem Spiel oder aus dem Training, hat seinen Arm im Gips oder was weiß ich. Wow! Und dann fängt einer an, radikal Jesus nachzufolgen. Und gibt alles, was er hat, sein ganzes Leben. Dann sagen wir zu ihm, du bist fanatisch. Ist es nicht ein bisschen eigenartig? Wenn das eine und das andere schon legal ist, wie viel mehr ist es legal, wenn wir uns Christen nennen, wenn wir uns Jünger Jesu nennen, dass wir alles für den einen geben. Oder? Und du musst einfach mal auch checken, diese ganzen Entschuldigungen, die so da sind, mit denen man sich so beschäftigt, die man auch akzeptiert. Ob das Entschuldigungen sind, die der Heilige Geist in dein Leben bringt, oder ob das Entschuldigungen sind, die der Feind in dein Leben bringt. Wer von euch ist in Deutschland geboren? Wir haben ja eine Wahnsinnsgeschichte. Die erste Bibel wurde gedruckt auf der Gutenberg Printing Machine. Wir haben einen Reformator, ein kleiner Mönch, der auf einmal gesehen hat, hier stimmt was nicht in der Kirche. Und der dann gegen enorme Widerstände aufgestanden ist und hat die Reformation angefangen, die meiner Meinung nach nicht vollendet ist. Aber der aufgestanden ist und unser ganzes gesellschaftliches System, Demokratie, Freiheit, die Werte, alles ist gegründet auf dieser Reformation. Dann haben wir die Herrenhuter, Graf Nikolaus von Zinzendorf vor über 270 Jahren. Ein Graf, er geht nach Düsseldorf und sieht ein Gemälde. Deswegen glaube ich an prophetische Kunst. Er sieht dieses Gemälde, Jesus zerfetzt am Kreuz. Man kann es fast nicht aushalten, das anzuschauen. Und darunter steht, das tat ich für dich, was tust du für mich? Und er kommt zurück und verändert alles. Dann fingen sie an zu beten, 100 Jahre, Tag und Nacht. Und dann haben sie gemerkt, wir müssen die Erhörung unserer eigenen Gebete sein. Und dann entstand die größte Missionsbewegung, die die Kirchengeschichte je gesehen hat. Ich war in Indien, im Süden Indien am Strand. Und da haben wir angebetet mit unserer Band. Wir gehen an die unmöglichsten Orte. Und dann komme ich an den Strand und da sehe ich so ein kleines Denkmal. Und da steht drauf, dass das dem Missionar, dem deutschen Missionar Ziegenbalg gewidmet ist. Ich habe nie gehört, ne? Ziegenbalg, eigenartiger Name, habe ich ein bisschen nachgeforscht. Der Apostel Thomas ist in Indien umgebracht worden, um des Evangeliums willen. Das war der letzte Apostel. Seitdem gab es kein Evangelium mehr in Indien. Für Jahrhunderte. Dieser Missionar Ziegenbalg ist in Herrnhut und betet, Herr, sende Arbeiter in die Ernte. Und Gott sagt zu ihm, du musst die Antwort auf dein Gebet sein. Und er geht los, ganz alleine. Und landet an dem Strand. Dort sind die Portugiesen.
die haben das da beherrscht. Hatten da auch so ein riesiges Schloss, das ist immer noch da, so eine riesige Festung. Haben ihn gefragt, was willst du hier? Ich will das Evangelium wieder zurück nach Indien bringen. Da haben die gesagt, sowas können wir hier nicht gebrauchen. Haben ihn ins Gefängnis gesteckt. Für 3 Monate. Dort hat er die Sprache Tamil Nadu gelernt. In 3 Monaten. Ja, er wusste, er ist richtig von Gott. Frei oder nicht frei. Er wusste es von Gott. Hat angefangen, das Neue Testament in dieser Sprache zu übersetzen. Und seitdem ist das Evangelium wieder in Indien. Und heute sind gewaltige Aufbrüche dort. Gewaltige Aufbrüche. Millionen von Indern kommen zu Jesus. Massentaufen, Kinder kommen zu Jesus. Es ist unglaublich, was in diesem Land passiert. Es ist krass. Die Herrnhuter. Ja, wir haben ein Erbe, ihr Lieben. Und ich könnte einige andere Erweckungsleute ja, aus Ostdeutschland und auch aus Westdeutschland hier anführen, habe nicht mehr die Zeit. So, was ist mit dir? Jeremia hat mal gesagt, ich bin zu jung. Es gibt nicht zu jung und es gibt nicht zu alt. Es gibt nicht zu klein und es gibt nicht zu groß. Es gibt nicht zu unbegabt oder zu überbegabt. Das alles gibt es gar nicht. Wenn Gott dich ruft, ist es gut, wenn du Ja sagst und kommst und folgst. Und ich kann dir sagen, die glücklichsten Menschen, die ich auf dieser Erde getroffen habe, das sind nicht die Menschen, die alles haben. Ich muss dich enttäuschen. Ich habe Menschen getroffen, die haben einen Fuhrpark von Maseratis und Ferraris gehabt, da geht mir die Augen über. Ich habe Menschen getroffen mit Villen. Ich habe alles getroffen. Aber das waren nicht die glücklichsten Menschen. Es waren nicht die glücklichsten Menschen, die Familie, 3, 4, 5 Kinder haben, da ist manchmal so viel Unglück drin. Die glücklichsten Menschen, die ich getroffen habe auf dieser Erde, das sind die Menschen, die sagen konnten, ich lebe mit dem, was ich jetzt lebe, den Willen Gottes. Ich lebe mit dem, was ich jetzt lebe, dem Willen Gottes. Und das ist das, was Gott dir heute Morgen zuruft. Und oder dich fragt, lebst du den Willen Gottes? Suchst du dein Reich oder suchst du sein Reich? Suchst du dich zu verherrlichen oder suchst du Gott zu verherrlichen? Suchst du deinen Namen zu heiligen oder den Namen Gottes zu heiligen? Geheiligt werde sein Name durch unser ganzes Leben. Und ich möchte, dass wir einfach aufstehen und dass wir beten. Und ich rufe dich hier heute im Namen Jesus. Ich rufe dich in den hundertprozentigen Willen Gottes. Manchmal wissen wir nicht, wie wir da reinkommen. Manchmal wissen wir nicht, wie wir da reinkommen. Und wenn Leute da rein wollen, dann werden sie manchmal sogar noch behindert. Setzt ihr auch noch mal 1 Minute. Ja? Ich wollte nur mal, dass ihr der Blutfluss... Ihr kennt alle Jackie Pullinger Toe, ja? Wer kennt sie? Kaum einer. Ist ja unglaublich. Dann besorgt euch das Buch Licht im Vorhof zur Hölle. Oder im Englischen Chasing the Dragon. So, diese Frau hat mit 6 Jahren ihr Leben Jesus gegeben. Und dann ist sie zum Pastor gegangen und hat gesagt, was soll ich damit machen? Dann hat der Pastor gesagt, ach Kind, ruhig, 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 komm zur Kirche. Ja, dann wurde sie älter. Dann hat sie wieder den Pastor gefragt, was soll ich machen? Ruhig, 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 komm zur Kirche. Dann hat sie Musik studiert in England und ist immer wieder zum Pastor gegangen und der Pastor mal ruhig, 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 komm zur Kirche. Und dann war sie Anfang 20, dann wurde das so stark in ihr, Gott, was soll ich machen mit meinem Leben, mit meiner Beziehung zu dir? Ist sie wieder zum Pastor gegangen und gesagt, Pastor, irgendwas muss passieren in meinem Leben. Ich glaube, ich bin nicht im Willen Gottes. Sagt der Pastor zu ihr, hast du Geld? Na, ein bisschen Gespartes. Kauf dir ein Schiffticket und reise damit um die ganze Welt. Und in jedem Hafen steigst du aus und sagst, Gott, ist das mein Erbe. Und hat sie gemacht. Von Hafen zu Hafen zu Hafen. Nirgendwo hat Gott gesprochen. Mit 5 Pfund kommt sie nach Hongkong. Will durch die Passkontrolle und die fragen sie, wie viel Geld haben sie? 5 Pfund, nee, da kommen sie nicht hier rein, da können sie nicht hier mit leben, auch nicht übernachten. Die müssen auf dem Schiff bleiben. Nächsten Morgen hat sie es nochmal versucht, dann war sie durch.
Dann ist sie da rumgelaufen und hat sich verlaufen. Und zu der Zeit gab es in Hongkong eine illegale Stadt, die hieß Wall City. 150.000 illegale Chinesen in bitterster Armut. Eine große Mauer drumherum, ein riesiges Ghetto in Hongkong. Britische Regierung damals. So, da hat sie sich drin verlaufen. Die Polizei ging da ganz ungern rein. Gambling, Prostitution, Gewalt, alles, das ganze Repertoire. So, sie verläuft sich da drin. Ein braves Gemeindemädchen aus England. Und dann sieht sie den Mann mit dem Messer im Bauch, der da auf der Erde liegt und verblutet. Und sie geht hin, sie kümmert sich um den Mann, sie rettet ihm das Leben. Dann kommt sie wieder an dem Ort zurück, wo das passiert ist, da war das Blut noch da, da kommen die Gangster, die Triaden, umzingeln sie auf einmal. Warum hast du das gemacht? Und sie sagt, ja, ich bin Christ, ich kann den Mann nicht sterben lassen auf der Straße. Und dann hat sie gesagt, und by the way, Jesus liebt euch. Hat sie gelesen im Buch von David Wilkerson. Dann haben die sich bekehrt, ne? Und die haben gelacht. Ja, okay. Dann haben sie zu ihr gesagt, du mit deinem Jesus und du mit deiner Liebe Jesus, du gehst gleich in ein schönes Hotel, dann hast du ein schönes Bett, eine schöne Dusche. Dann verlässt du unsere Stadt wieder oder wie auch immer. Du hast es gut, du hast alles. Wir kämpfen hier ums Überleben jeden Tag. Dann hat sie gesagt, ich bleibe bei euch. Ich bleibe bei euch. Der Rest ist Geschichte. Seit 50 Jahren ist sie da. Zehntausende von Heroinabhängigen sind frei geworden durch ihr Leben, durch die Kraft Gottes. Zehntausende. Da, wo die Wall City war, ist ein ganz wunderbarer Park jetzt. Und dort ist ein Denkmal für Jackie Pullinger To. Die Kommunisten haben das dort hingestellt. Die Chinesen, das ist jetzt chinesisch. Die haben das dort hingestellt, haben sie eingeladen zur Einweihung. Da steht drauf, dieses Denkmal ist geweiht der Missionarin Jackie Pullinger, die im Jahre sowieso aus England kam und hat Zehntausenden von Drogenabhängigen die Freiheit gebracht durch das Evangelium von Jesus Christus. Als der große Umbruch kam, haben die Engländer dafür gesorgt, dass sie ein riesiges Grundstück bekommt und dort hat sie ein Zentrum für 800 Drogenabhängige. Hat sich das Leben gelohnt? Sie lebt ja noch. Ja? Und dann sagen manche Leute, oh, das war bestimmt tough und das war bestimmt, na, dann kommen sie so voller Selbst, voller Mitleid für den, wenn du das machst, dann kriegst du aber fast eine Ohrfeige. Sagt sie, das war das Schönste, was in meinem Leben passieren konnte. Das Schönste. War das immer leicht? Nein. Sind Menschen rückfällig geworden? Ja. Sind Menschen gestorben? Ja. Aber Zehntausende sind gerettet worden. Das ist der Stoff, auf dem die Träume sind. Gott hat einen Plan für dein Leben, hat eine Bestimmung für dein Leben. Und sag nicht, du bist zu jung, sag nicht, du bist zu alt, sag nicht, du bist zu verheiratet, sag nicht, du hast zu viele Kinder, du hast zu kleine Kinder. Das sind alles Ausreden, die in der Gegenwart Gottes nicht gelten. So, jetzt können wir aufstehen zum Gebet. Halleluja.